What's up, liebe YouTube-Freunde, und willkommen bei einer weiteren Folge. Freitag der 13. wieder nicht als Killer. Und langsam glaube ich auch, dass das sowieso nichts mehr wird bei mir. Wir hatten eine Folge bis jetzt als Killer, glaube ich. Eine Folge. Und seitdem werde ich es auch nicht mehr. Ich bin immer noch in der gleichen Lobby. Und es wird nichts mehr. Man sieht es auch, dass ich in der gleichen Lobby bin, da ständig das Connection-Problem hier ist. Das habe ich nämlich extrem, Freunde. Aber gut. Jetzt hören wir auf zu jammern. Und zocken einfach mal hier. Na, befürchte ich, glaube ich, dass es wirklich gleich mal abbricht. Denn jetzt ist das gerade viel zu oft. So. Was die Falle haben wir gesetzt. Dann nehmen wir doch einfach einen Topf mit. Mit dem Topf geht's auch. Wir brauchen nicht unbedingt die Rohrzange. Ab ins nächste Haus. Vielleicht gibt's hier ein paar coolere Dinge. Okay. Hier ist ja gar nichts. Im Vorraum ist schon mal gar nichts. Auch hier zumachen bitte. Denn ich habe so ungern Besuch von einem gewissen Herrn Forhees. Diesen Besuch brauche ich nicht. Mach auf. Dankeschön. Dann hier. Ach, es gibt so viel. Da habe ich mir ein richtig geiles Haus ausgesucht. So viele geile Dinge. What the hell? Da weiß ich ja jetzt gar nicht, was ich alles damit anfangen soll. Ah, wo können wir denn hingehen? Achtung, da unten fahren wir. Dann gehen wir doch einfach mal hier entlang. Hier die Straße entlang. Jo, zu den anderen drei Häusern, die direkt nebeneinander stehen. Und hoffen mal, dass wir dort irgendetwas finden, das uns auch weiterhelfen könnte. Vielleicht. Sag niemals nie, wir lassen den Kopf nicht hängen. Und es ist kein Jason hier. Jason, bitte geh doch. Oder komm doch einfach gar nicht. Ich brauch dich nicht. Ich will dich nicht. Du bist nicht mein Freund. Ich schließ hier ab. Darf mich niemand besuchen. Nee. Deine Rohrzange. Ey, das gibt's doch echt nicht, dass ich in keiner einzigen Schublade irgendetwas finde. Hier ist das Gas auf jeden Fall. Aber ich finde halt nichts, was es mir irgendwie noch bringen würde, wenn ich angegriffen werde. Ey, Freunde. Gut. Irgendwo ein bisschen Glück. Ich möchte ein bisschen Glück. Blalalala. Da ist eine Axt, eine Rohrzange. Gut zu wissen, das mittlere Haus merken wir uns. Seht ihr das, Freunde? Wie bescheiden ist das denn gemacht, dass man einfach gar nichts mehr findet? Nervt doch. Ich habe nicht mal einen Heilspray oder so. Gar nichts einfach. Wirklich gar nichts. Gut, dann hier. Ey, die Car Keys. Naja, wir finden halt die Teile fürs Auto.
Aber halt nichts, mit was wir uns eigentlich verteidigen könnten, wenn er uns grabt. Alter Freunde. Ich habe schon gar keinen Bock mehr, hier irgendwas noch zu durchsuchen. Das bringt halt nichts. Jetzt mache ich wieder zu, ich Saudepp. Okay, dann gehen wir doch mal in die Richtung, wo das Auto steht. Problem ist, ich muss mal kurz husten, Freunde. So. Bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Der Husten, der bleibt mir einfach wieder ewig. Und das ist natürlich bei den Aufnahmen nicht so geil. Jetzt war ich froh, dass ich doch einiges noch vorproduziert habe. Aber langsam und sicher gehen natürlich die Dinge aus. Ach, hier ist schon. Ja, das ist nicht so geil. Dann sollten wir runter zum Boot. Das Boot ist aber ewig weit weg. Moment mal. Hat von euch jemand die Batterie? Beziehungsweise, ja, ich habe hier die Khakis mal abgelegt, Freunde. Und ich gehe zum Boot und versuche einfach mal hier den Sprit beim Boot reinzugeben. Vielleicht bringt's was. Wir können eh nichts machen, ich habe nichts. Ich habe wirklich nichts. Wir können nur laufen. Und bei diesen Pings grabt er uns aber sowieso. Also egal was wir machen. Wirklich gut ausweichen kann man da halt auch nicht. Okay. Wir laufen auf jeden Fall richtig. So. Gut, dann sind wir zumindest hier. Der Propeller wird nicht installiert sein, nein. Natürlich dann auch die Frage, ob der nicht irgendwo in der Gegend ist oder nicht. Wie ich halt ständig hier die Verbindungsabbrüche habe. Konzentration. Ich kann das einfach echt nicht. In Dead by Daylight habe ich kein Problem, aber hier kann ich das nicht. There, got it. Verkackst mindestens einmal. Mindestens, Freunde. Okay, das Auto können sie starten. Die kommen halt jetzt aus, ne? Die kommen aus, die sind zu viert da oben. Durch uns, ja. Und wir... Natürlich nicht. Wir waren jetzt so loyal. Ja. In der letzten Folge sind wir dafür alleine abgehauen. Jetzt waren wir voll loyal. Hohoho. Hohoho, Freunde. Das Problem ist natürlich die Musik. Okay, er müsste sich jetzt aber auf das Auto konzentrieren. Und das könnte jetzt unsere Chance sein, dass wir wirklich noch entkommen. Obwohl wir sonst nichts gemacht haben in dem Spiel. Wir probieren's. Wow. Okay. Ich habe einfach auf gut Glück gedrückt. Ich denke, ich habe das richtig gemacht. So, okay. Freunde, dann versuchen wir jetzt gleichzeitig mit dem Boot zu entkommen. Auch wenn wir wieder alleine abhauen. Ohne uns würden aber die mit dem Auto gar nicht entkommen. Und ab geht's. Weg hier. Weg hier, da nach vorne. Wir könnten es schaffen. Ja, wir schaffen das. Ja, wir schaffen das. Schalalala. Wir schaffen es wirklich, Freunde. Wir entkommen schon wieder mit dem Boot, obwohl wir sonst wirklich nichts in dem Spiel gefunden haben. Und dafür aber gleich das Gas und
dein Propeller. Sehr geile Sache, sehr geil. Wir sind entkommen und gucken natürlich jetzt den anderen wieder zu. Sieht man das noch mit dem Auto oder sind die schon... Die sind schon weg mit dem Auto. Schade, hätte ich gern gesehen. Was macht denn der liebe Killer? Die ganze Zeit. Fitzy Big Boy, okay. So. Lasst uns doch mal zusehen, die drei. Naja, das Problem ist, das Auto ist dann entkommen. Und wenn jetzt niemand die Sicherung hat, dann wird es natürlich bescheiden. Was sollen die denn noch machen dann? Lalala. Wo ist die Sicherung natürlich? Und ich weiß auch gar nicht, wo das Haus ist für die Sicherung. Normalerweise befindet es sich eh immer ziemlich in der Nähe. Der Propeller nicht unbedingt. Also der ist ziemlich Glückssache, finde ich. Habe ich bis jetzt eher noch selten gefunden. So oft bin ich mit dem Boot noch gar nicht entkommen. Boot ist natürlich eher ein großes Risiko, weil er hat uns einfach. Ne? Beim Boot hat er uns einfach. Wenn er es merkt, dafür ist es halt lautlos. Aber wenn er es merkt, hat er uns. Wolkenlänge, okay. Wir gucken uns das aber schon an, oder? Nachdem hier niemand AFK ist, kann man sich das natürlich auch ansehen. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob wir es wirklich durchziehen. Denn hier rührt sich, hier tut sich nicht sehr viel, Freunde. Hier tut sich nicht sehr viel. Das will nicht so sein. Okay, hier ist auch nichts Spannendes dabei. Außer, dass er hier mit der Taschenlampe herumtut. Aber sonst... Ja, springt alle ewig weit runter. Hat keinen Heilspray, oder wie? Könnt ihr euch gegenseitig heilen? Was? Echt jetzt? Ich traue es ihm zu, auch wenn er es 1000 Punkte abzieht oder so. Okay. Okay. Jo, Freunde. Wisst ihr was? Wir machen hier an dieser Stelle Schluss, denn schreibt ihr mir einfach in die Kommentare, ob ihr das in Zukunft weitersehen wollt oder ob ich das dann auch beende, ja. Wenn es jetzt irgendwie spannend wäre, dann würde ich eh hier drin bleiben. Aber es ist halt gar nichts Spannendes jetzt dabei. Ne? Mich hätte das mit dem Auto noch interessiert, aber so gibt's nichts. Was Jason tut, weiß auch keiner. Von dem her, wenn es dir gefallen hat, Daumen nach oben und natürlich freue ich mich über dein Abo. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und eine traumhafte Nacht. Tschüss!